Du gehst jeden Tag zur Arbeit, zahlst Steuern, sprichst Deutsch und hältst dich an unsere Grundwerte? Super. Ach, du bist nach Bayern geflüchtet? Dann bist du der CSU leider doch nicht so wichtig. Bisher war es so. Immer wieder ist der Lebenstraum gut integrierter Menschen geplatzt. Immer wieder haben wir wichtige Arbeitskräfte verloren, weil die CSU sie abgeschoben hat. Und jedes Mal hat das unserem Wohlstand hier in Bayern geschadet. Das sagt auch das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, weil wir so viele offene Stellen haben und dringend Arbeitskräfte benötigen. Es reicht nicht, nur Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Wir müssen auch die Geflüchteten, die hier sind, in Arbeit bringen. Deshalb hat unsere Bundesregierung ein super Gesetz gemacht. Geflüchtete, die schon länger hier sind, sich an unsere Gesetze halten, sich eine Arbeit suchen, können hier Aufenthalt bekommen und somit Teil der Gesellschaft werden. Ihr seht also, die Bundesregierung hat geliefert. Und Markus Söder? Markus Söder reist lieber zur Meloni nach Italien, anstatt den Kommunen hier in Bayern unter die Arme zu greifen. Sorgen Sie doch bitte endlich für mehr Sprachkurse, für mehr finanzielle Unterstützung der Kommunen, für die Integration von Geflüchteten. Damit ist allen geholfen. Den Kommunen, den Geflüchteten und unserer Wirtschaft. Über Geflüchtete wird in unserer Gesellschaft ja viel diskutiert. Für mich ist klar, wer sich nicht an unsere Gesetze hält oder kein Recht auf Asyl hier hat, muss das Land wieder verlassen. Neben Menschenrechten gibt es eben auch Menschenpflichten. Und genau dafür stehen wir Grüne. Und du, teile gerne dieses Video, wenn du es auch so siehst.